Hallöchen, liebe Steingemeinde, und herzlich willkommen auf dem Kanal von Dr. Noppe. Heute sind wir bei Teil 4 des G-Star Chemiewerks und ich wollte euch die drei wichtigen Hacks zeigen, die in der G-Star Vision nicht funktionieren. Fangen wir an mit dem ersten. Das erste ist ein relativ einfacher Fix unten hier beim Verkehrsschild mit dem Ausrufezeichen, also im Warnungsschild. Da fehlten ja zwei Clips. Der ist versteckt, der geht hier zum zweiten blauen Tank, ist aber identisch und ihr seht, das hält jetzt hier richtig gut. Bombenfest. Vorher war das nur aufgelegt. Ja? Und das war ein relativ simples Teil. Ich hatte das sogar, nämlich dieser Clip hier. Ja, ich zeige euch, das hatte ich auch in dem Video dazu gezeigt. Aber der ist es und der kommt dann eben genau da reingesteckt. Und fertig ist es. Und der zweite, deutlich wichtigere Hack sind diese zwei flexiblen Schläuche. Hier und der hier hinten. Ja, die fehlten ja komplett, haben sie irgendwie verpennt. Das sind flexible Schläuche in Länge 19, eigentlich wohl in Grau. Ich habe sie jetzt hier in Schwarz genommen. Und zwar kann man wunderbar die jetzt hier abmachen und dann den Tankvorgang simulieren. Einmal hier für den Tanklastwagen, kommt es hier oben rein, direkt ins Ventil. Total cool. Und das andere Mal hier in den Tankerwaggon. Kann man das schön reinstecken. Und ihr seht, wunderbar kann man die jetzt befüllen. Ja, ist natürlich ein total wichtiges Feature, total simpel und auch nicht teuer. Ja, aber fehlen und würde ich euch empfehlen, gleich mitzubestellen. Ich zeige euch auch die entsprechenden Teilenummer nochmal, wie wir sie schon in den anderen Teilen gezeigt haben. Und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Hack. Ihr wisst, der Tankwaggon, der hat keine Drehgestelle, ja, im Original, also im Original schon, aber in der G-Star-Version nicht. Von daher kann er keine Kurven fahren und überhaupt nicht fahren. Das haben wir geändert. Zeige ich euch auch ein sehr simpler Hack. So, und der dritte Hack betrifft jetzt hier den Tankwaggon. Da fehlen ja hier und hier die Drehgestelle. Das heißt, das ist starr, kann um keine Kurve fahren, entgleist. Habe ich euch gezeigt. Nachher oben rechts der Link dazu. Alles, was ihr dazu braucht, sind diese 12 Teile. Ja? Und zwar einmal, um das Drehgestell zu bauen und dann um die Platte zu bauen. Ihr erinnert euch, im Original ist es hier einfach so zwei Platten, 6x8. Das war's und die werden einfach dran geklickt. Das hält natürlich nicht, also hält, aber dreht natürlich nicht. Und was wir brauchen, sind einmal hier zwei Platten A 2x8 Noppen, dann eine Technikplatte 2x8, dann 2x2 Platten zweimal, eine 2x4er und drei Platten mit 2x6 Noppen und zwei mit 6x1 und ein Drehgestell. Das war's dann auch schon. Ich zeige euch das. Eins habe ich schon fertig. Und das andere machen wir jetzt zusammen. Rupfen das hier mal auseinander. Das ist ein bisschen blöd, weil das hier immer abgemacht werden muss. Und hier ist der Kollege ursprünglich. Ihr seht, ich habe sie einfach abgemacht. Das ist da einfach befestigt. Und hier, Puffer war ja auch nicht fest, fällt alles ab. Ja, aber das macht nichts. Das heißt, zum einen nehmen wir jetzt hier diese zwei Räder. Jetzt fängt die Radaufhängung. Klicken die zusammen. Packen da drauf. Den Kollegen, dann das, schon hält's, dann die Boogie Plate und schon haben wir das erste Drehgestell. Die werden natürlich schön in Schwarz. Ich habe die gelb gelassen, um mich immer daran zu erinnern, dass G-Star das verkackt hat. Ja. So, und dann brauchen wir die Aufnahme für das Drehgestell. Dann nehmen wir einfach diese, machen die hier dran, dann kommen die da drauf. Und so kommt die Platte natürlich hier drauf. Und wir brauchen den Platz, damit die Noppe von dem Drehgestell nachher Luft hat. Ja. Ihr seht, die guckt hier ein bisschen drüber. Hier sieht man das schön. Ja. Wenn man das Plan hätte, dann wäre die hier unten. Würde nicht funktionieren. Also so sieht es aus. Das bauen wir dann nochmal um, damit das auch entsprechend passt und all die wichtigen Teile hier noch hat. Nehmen wir das mal mit. Kommt das hier drauf, da dran, das fertig, hier fehlt noch ein, upsi, ihr seht, das rollt schon sehr schön. So, das sind wir wieder und wie ihr seht, seht ihr nichts, sieht ja genauso aus wie vorher, ist aber nicht so, denn wir haben jetzt zwei wunderbare Drehgestelle hier drunter, hier sind sie, ihr seht auch die gelben Boogie Plates sehr schön und es dreht und ob es fährt, zeige ich euch gleich auf meiner Schienenstrecke. So, da sind wir. Da ich ja gerade mein Weihnachtsdisplay draußen habe, kann ich es nicht auf dem Tisch machen. Machen es halt auf dem Fußboden, ist ja wurscht. Und natürlich
mit meinem geliebten 9-Volt-System. Und hier geht's los. Ja, wer hätte es gedacht, natürlich gibt es keine Entgleisung, weil die Drehgestelle natürlich funktionieren. Und so sieht es auch gut aus. Ja, finde, das macht ordentlich Sinn. 12 Teile, um das zu beheben, natürlich mal 2, also 24 in Summe. Das Ganze kostet, glaube ich, 5 Euro, wenn überhaupt. Ich zeige euch das nachher, blend das ein. Auf jeden Fall, denke ich, ist es gelungen. So, damit sind wir am Ende des vierten Teils mit den drei wichtigen Hacks, wie ich finde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like oder abonniert gleich den Kanal, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.